gehen wir die restlichen Käfer ab. Ach ja. So, jetzt haben wir schon die Hälfte. Also geht ja doch flott. Zusammengekommen. Wo nimmt sie sich überhaupt das Geld, Hammer? Das muss ja echt eine reiche Sau sein, ey. Ich bin noch ein bisschen müde, ich habe kaum Schlaf bekommen. Im Gegensatz zur Nacht davor. Fackel angehalten, ne? Auch nicht schlecht. Aber wo, ich frag mich. Übrigens, eine Musikergruppe. Ist die Vorband für Eisklinggewitter, wisst ihr? So. Nee, naja. Aber in dem Fall wären sie nicht würdig. Ganz ehrlich. Auf. Weiß King Gewitter, aber ich eigentlich mehr Texte zu Zelda Perfect machen, was ist. Ich hab mehr so mit persönlichen Dinger da gemacht. Ein einziger Text nur. Bis jetzt. Für das Album Erwachen. Ist es auch Zeit für mein vollständiges Erwachen. Lalalala. Oh, man sieht dezent flimmern da hinten. Rotes Flackern. Let's find out. Kennen wir ja noch. Mach das, komm schon. Und du auch. Hab ich ein bisschen die da umgedreht. Ist doch noch einer, oder? Nee. Nee, kann er nicht. Alle drei Wildschweine. Reiter los. Doch jetzt durch mich. Oh, mach das fort, komm schon. Alter! Hat er mich einfach runtergeschlagen. Runtergepickt. Euch dazu sagen, also
gerade so. Und kippt instant um. Wie geil ist das denn? Nee. Nee, was wollte ich jetzt erzählt haben? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber... Die Anfangszeiten zu Zelda Twilight Princess, das war auch die Zeit, wo es mit für mich mit der Schule zu Ende ging. Weil das war ja echt eine scheiß Zeit teilweise, ja. Größtenteils. Das Beste daran war echt die Freizeit nur, wenn ich daheim war. Um mich dann in heimischen Gefilden verkriechen zu können. Ich weiß gar nicht, ich glaube nachts hat der Laden jetzt nicht mehr auf, ne? Dann warte ich besser bis dahin. Vor allen Dingen gibt es hier sowas wie die Zeitvorspulung, gibt es hier nicht. Man muss echt hier die Zeit abwarten. Aber andererseits gut, ich kann so ein bisschen genießen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich Zelda Twilight Princess immer auch gern spiele. Inzwischen habe ich das schon 51 Mal durchgespielt. Ich habe das auch gerne gezählt, weil das Spiel ist es wert zu zählen. Sagen wir so 49 Mal die GameCube-Version und 2 Mal die Wii U-Version. Und einmal hatte ich das Spiel so in 2-3 Tagen bei Stevie Riffmaster durchgespielt. Der hat das Spiel nämlich auch für GameCube. Das war einmal, wo wir eine Aufnahmesession hatte zu unser EP Schwarzer Stahl. Da ich war in der Zeit einfach mal Zelda Twilight Princess durch. Wobei, man musste sagen, er hatte dann Spielstand angefangen, hatte den Waldschrein durch und ab da hatte ich dann durchgesuchtet. Ich muss sagen, das Spiel macht auch einfach Bock. Also für mich zumindest. Geile Zeit, ne? Weiß ich nicht, ich würde gerne hier mit der Welt irgendwie eine Nocturnheim-Story draus zapfen. Ich weiß nicht, ey. Kommt doch so viele Einfälle. Aber da wäre die Öffentlichkeit sehr dagegen. Ach nee, Tag, Nacht ist ja noch nicht zu Ende. Oh. So gar nicht. Aber so allmählich verschwinden doch die Sterne. Der Schatten dürfte sich auch langsam dann drehen. Dauert noch. Vor allem das finde ich auch so geil gemacht. Ja, da sieht man zwar den Mond nicht ganz untergehen, aber da verschwindet dann direkt der Mond und dann wechselt direkt der Schatten. Da. Und die Sterne dürften auch so langsam alle verschwinden. Ja. Hab ich die Nacht so geliebt, hey, man. Tolle Princess. War echt ein ganz anderes Feeling als bei Ocarina of Time oder Majora's Mask. Irgendwie teilweise schon Gothic-Feeling. Ich weiß auch nicht, warum ich damals da, seit ich das Gothic gezeigt bekommen habe, habe ich mich teilweise in Zelda Twilight Princess hier so wie im Gothic gefühlt. Warum auch immer. Allein schon wegen dem Tag- und Nachtzyklus. Naja, man weiß es nicht, was in meinem Kopf so vorgeht. Man weiß es wirklich nicht. So. Jetzt dürfte es. Es ist Tag.
wegen der Kakariko und können endlich in den Laden rein. So. Ja schon gesehen, dass es noch eine Art von Bomben gibt. Oh ja, die Bombenkäfer. Na, die will ich doch mal glatt holen, aber... Ja, die F-Wolkenwasserbomben, die brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht mehr, oder? Kaufe ich jetzt nämlich diese Bombenkäfer, weil die sind gut. Das sind ja laufende Bomben. Und bei einigen Gegnern, also bei einigen Feinden, sehr effektiv. Oh, das ist sowieso lustig. Ich bin schneller. Oh. Sorry. War ja nur eine Bombe und die steht da noch. So. Dank großzügiger Unterstützung wurde die Brücke vollständig repariert. Die Lieferwege sind damit gesichert. Weiterhin konnte ein Fonds für die Finanzierung der Expansion nach Hyrule-Stadt gegründet werden. Aber an dem für die Expansion nach Hyrule-Stadt notwendigen Betrag fehlen noch 200 Rubine. Wisst ihr, wir haben um 90% gesenkt jetzt. Beteilige auch du dich. Ja. Da. Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben eine Legende erschaffen. Du solltest nach Hyrule-Stadt gehen und es mit einigen eigenen Augen sehen. Fängt der an zu reimen jetzt. Vielen Dank für deine Hilfe. Wow. Direkt speichern. So. Mal gucken. Goldinsektentechnik, ja, wir müssen einfach da nochmal gucken. Zu Zoras Reich, weil da gibt es ja auch noch einige Goldinsekten. Kann ich da einige runtersehen, oder? Ne, das geht sogar. So. Damit das nicht allzu lange dauert, warte ich für euch. Wenn ich privat spiele, dann laufe ich immer bis zu den einigen Gegnern, weil ich halt die Gegend halt gern mag. Gesagt, da wiederhole ich mich gerne. Und nochmal die Wasserfall runter. Da oben fliegt ja schon nämlich was, wie das sieht. Was haben wir denn hier? Eine Libelle. Und kein Libeldra oder Yanma oder sonst was. Ah, inzwischen ist auch der Eisblock weg, der sonst hier den Weg versperrt hat hinter dem Wasserfläche. Ja. Was ist das denn so hell? Ach, wie schön das mal ist, ey. Boah. Ich werde abgetrieben, verdammt nochmal. Nein, Mutti! Entschuldigung.
Entschuldigung. So. Wie dem auch sei, jetzt holen wir uns das andere Insekt. Ich habe irgendwie wieder Bock auf Angeln, aber... Nee, das machen wir erst, sobald wir... So können wir nicht ran, also holen wir dann etwas näher zu uns, damit wir ihn so auf einen einfachen Wege kriegen können. Oh, oh, oh. So. Und jetzt hier zur nördlichen Hyrule-Ebene. Da sind nämlich auch noch welche. Oh. Spannend, sehen wir uns ja noch welche. Das haben wir dann voll. Dann fehlen noch zwei Pärchen, sobald ich jetzt das nächste gesammelt habe. Hirschkäfer, ein Pinsir, haha. Und das andere befindet sich hier auch noch irgendwo. Apropos Pinsir, ich hab so Bock auf Pokémon Sonne und Mond, so langsam. Wir haben jetzt den 21., also jetzt mit der Aufnahme. Zwei Tage kommt das ja zu uns rüber. Meine Güte, ich kann es echt kaum erwarten. Je nachdem, ich bin ja so ziemlich jemand, der so ziemlich alles trainiert. Ich kann mich da gar nicht entscheiden, was ich überhaupt trainieren will. Also für das Team. Naja, was soll's, aber... voll überraschen. Auf jeden Fall nehme ich da, würde ich da die Feuermieze nehmen, weil Katzen einfach, ach. Da ich seit 2010 irgendwie voller Katzenfan bin, liegt daran, dass ich damals bei meiner Ex-Freundin auch unter Katzen war. Naja, die hatten drei, weiß ich. Thank you.
Laura, wo bist du? Na, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo. Maromarkt? Ah ja, okay. Ja, mach das fort, komm. Was hat denn Maromarkt uns zu vertellen? Helden hierher! Endlich! Maromarkt, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteuer und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich dieses einmalige Angebot. Allerdings. Na, das will ich mir gleich mal ansehen. Aber erstmal gehe ich nochmal zur Insektenprinzessin. Liefer mal die ganzen Viecher ab. Lass mich nicht zur Tür rein. So, du. Boah, Alter, ich bin irgendwie doch echt ein bisschen müde. Aber naja, was soll's. Hilfskäfer. Weiß nicht, ich könnte eigentlich auch schon mal ein paar Themen überlegen, was ich so bequatschen könnte, aber bloß keine politische Themen, weil davon habe ich eh keine Ahnung. Und damit fliege ich immer schnell auf die Fresse. Und an politischen Sachen können auch Freundschaften zerbrechen, wie ich schon einmal erlebt habe, vor kurzem. Da ging es um das Thema, genau, Grundeinkommen. Bedingungsloser. Ich war der Meinung, das kommt so langsam rein, aber wird so nie passieren und ich glaube, seitdem redet die einfach nicht mehr mit mir. Naja, was soll's. Seitdem würde ich mich sowieso noch aus politischen Themen fernhalten, ey. Vor allen Dingen, ich merke auch sowieso für mich selber, sobald ich mich damit anfange, zu befassen. Ich gehe dran kaputt. Ah, willkommen, bist du fremd hier? Bin ich auch. Hyrule-Stadt war schon immer meine Traumstadt, aber als ich hier ankam, war am Anfang alles neu und unbekannt für mich. Alles ist so hektisch hier. Keiner hält an, wenn du ihn ansprichst. Ganz anders als auf dem Land. Hm, ist ja schade. Du hast das Brot in die Hand. Es ist frisch gebacken und knusprig. Boah, jetzt habe ich Hunger. Aber es ist nicht gerade billig. Hier geht's lieber wieder zurück. Was? Ich hab Hunger! Nee, warte. Ich wollte noch sagen, für die politische Themen, da halte ich mich auch lieber raus und bleibe lieber bei meinen In-Game-Welten. Ja, der Markt hat sich jetzt vollkommen verändert und ich muss auch nicht mal die Schuhe putzen. Kaufst du dir? 20-30% Rabatt auf alles, Hauptsache schön billig. Und jetzt vergleicht es mal. Vorhin hatten die 2000 Rubine gekostet. Also das sind schon mal mehr als 20-30%. Finde ich den Fehler. Ja, was soll's. Wir haben genug Geld für diese Rüstung. Dafür habe ich extra gespart. Das war die letzte Magierüstung am Gang. Wisst ihr Bescheid? Das ist so low. Haben wir jetzt allerdings nicht mehr viel von. Aber jetzt sind wir nur Trainer, das sieht aber auch geil aus. Die würde ich aus besonderen Anlässen anziehen. Das werde ich. Sobald wir uns genug Geld angeschafft haben, ist schon wieder
abends oder was? Hey, ja, ist auch für die Questreihe habe ich's gemacht, alles. Das war's auch eigentlich von meiner Seite, das ist jetzt von den Nebenquests. Jetzt kann ich eigentlich mit der Hauptstory weitermachen. Ja, die andere Gottesanbeterin, ja, die hole ich irgendwann mal. Jetzt würde ich gerne mit der Hauptstory weitermachen.